Hey, ich bin Karl. Ich bin Anna. Und ich erzähle euch heute von unserer Geburt. Ja, ich glaube, es war so gegen 18 Uhr, wo ich gemerkt habe, die Wehen dauern schon ziemlich lange. Jetzt könnte es langsam losgehen. Am 27. Dezember war es dann auch so, dass ich den ganzen Tag schon wieder Wellen hatte. Und ja, da habe ich gemerkt, als wir schlafen gehen wollten, es geht los. Also am 25. hatten wir das schon mal, dass die Wehen länger gedauert haben. Und wir haben auch gedacht, da könnte es passieren. Deswegen haben wir den Geburtspool schon aufgebaut. Aber glücklicherweise ist er dann nicht gekommen. Weil Karl war an dem Tag ein wenig verkatert. Im Endeffekt waren wir dann noch bis 12 Uhr auf dem Sofa. Also, und haben Serie geguckt. Ich wollte es in dem Moment, glaube ich, auch noch nicht so, nicht so wahrhaben. Und haben uns dann ins Bett gelegt und ziemlich schnell gemerkt, das macht keinen Sinn. Und im Endeffekt sind wir dann wieder auf dem Couch gelandet. Bis es dann immer heftiger wurde mit den Wellen und wir dann auch die Hebamme angerufen haben. Hat sich um 2 die Hebamme fertig gemacht und ist losgefahren und zu uns gekommen. Denn im Endeffekt hatten wir eine Hausgeburt. Die Geburt, also der Geburtsort von unserem Sohn, ist sein Kinderzimmer. Genau genommen ist er auf dem Malerfließ geboren. Ja. Spannendes Ding. In seinem Kinderzimmer, wie ich es ihm gesagt hatte. Eigentlich war geplant im Geburtspool, aber der Geburtspool passte da nicht von der Statik rein. Also war er im Wohnzimmer und da wollte unser Sohn nicht kommen. Tja, ich komme da nicht drauf. Also das war Annas Ding. Das ist auf Annas Mist gewachsen. Ich frage mich oft, warum nicht? Weil ich meine, ich bin nicht krank. Und wie der Name schon sagt, Krankenhaus. Anna hat sich klar und deutlich für eine Hausgeburt entschieden. Für mich war schon von vornherein klar, ich möchte nicht ins Krankenhaus. Das ist für mich wirklich Worst-Case-Szenario gewesen. Gerade halt am Anfang der Schwangerschaft. Als ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin, war das wirklich auch die größte Angst. Wirklich, es war so schrecklich. Es war so schrecklich, die Vorstellung, dass ich im Krankenhaus in den intimsten Moment meines Lebens in einem Haus sein muss, wo ich mich nicht wohlfühle. Und, ist überhaupt kein Mensch, der sich da wohlfühlt. Verständlich. Ich meine, ist auch ein Krankenhaus, ne? Warum will man da gerne sein? Wenn irgendwas mit der Schwangerschaft nicht passt oder wenn irgendwas nicht dem Normalfall entspricht oder es irgendwelche Komplikationen schon während der Schwangerschaft gab, dann ist ja ganz klar, dass man ins Krankenhaus geht, weil die einen da super medizinisch helfen können. Aber ansonsten bin ich einfach nur normal schwanger. Dann hat Anna es geschafft, eine Hebamme zu finden, die mitmacht bei einer Hausgeburt. Das Schlimmste war halt wirklich, wenn du dich für eine Hausgeburt entscheidest und einfach fast keine Möglichkeit dazu bekommst. Das ist nochmal so der Punkt gewesen, wo ich dachte so, ich will's noch mehr. Weil in Sauerland eine Hebamme zu finden, die Hausgeburten macht. Die tollste Hebamme, die wir hätten da haben können in dem Zeitpunkt. Das war schon echt super schön. Also habe ich gesagt, alles klar. Ich vertraue dir da. Mach mal so. Dabei waren auf jeden Fall ich, mein Partner Karl, unsere Katze Nima, unsere Hebamme Yvonne und Sabrina, unsere Fotografin, das war's. Sabrina hat die Geburt fotografisch begleitet und war oder ist auch noch Krankenschwester zugleich und hat gleichzeitig da auch mega viel mit anpacken können und war auch einfach eine richtig gute Unterstützung. Wir sind im Endeffekt auch super froh, sie da gehabt zu haben. Allein schon, weil sie uns halt wirklich so supportet hat und viel mit angepackt hat und die Bilder sind mega. Ich war einfach in meinem Film und ich wusste einfach, ich habe einen Kreis um mich herum von Menschen, die einfach da sind und mich begleiten bei dieser Reise. Und dann noch Yvonne halt, ne? Unsere Hebamme. Die hat auch schon 30 Jahre Erfahrung und ich bin mal ganz ehrlich, das hast du gesehen und gemerkt. Das war super harmonisch. Es war einfach toll, die dabei zu haben. Ich habe mich da super wohl mitgefühlt. So eine tolle Hebamme zu haben, da bin ich ganz ehrlich. Also, da waren wir super froh drum. Und ich vor allem. Die waren einfach da und ich konnte machen und ich war sicher. Und dieses Gefühl, diese Sicherheit von Menschen, denen du vertraust, kann dir kein CTG, kann dir kein Krankenhaus, keine Möglichkeiten, die dir haben, geben, wenn du dich nicht so sicher fühlst, so geborgen. Das war eine der schönsten Erfahrungen, die ich mein Leben machen durfte. Und dafür bin ich einfach nur dankbar. Ja, grundlegend haben wir uns vorbereitet mit einem Hypnobirthing-Kurs. Ganz klar, in der Schwangerschaft habe ich mit den Kleinen immer schon Kontakt aufgenommen. Ich habe viel meditiert, ich habe
all solche Dinge getan, so um mit ihnen in Kontakt zu treten. Oder wir haben einen Hypnobirthing-Kurs zusammen gemacht bei unserer Hebamme. Also statt einem normalen, wie heißen die, Geburtsvorbereitungskurs, haben wir einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, auch bei Yvonne. Die hat zufällig ein Seminar davon oder eine Fortbildung gemacht und kann das jetzt quasi anbieten. Und wir hatten den ersten Hypnobirthing-Kurs mit ihr zusammen. Das war dann auch ganz cool. Aber ansonsten, klar, die normalen Hausgeburtsvorbereitungen, dass man halt Kühlpacks holt, Malerflies, planen, ja, die Planer, ja. Fürs Zuhause haben wir halt den Geburtspool geliehen von Yvonne. Die hat sich einen gekauft, dass sie den quasi für Hausgeburten verleihen kann. Da muss man sich immer so eine Folie bestellen, die du dann in den Pool legst. Und Anna hat die Folien bestellt und war natürlich klar, dass sie wieder nicht passen, war für den falschen Pool. Also mussten wir den Geburtspool kaufen, kurzerhand. Super geklappt mit der Plane bestellen. Wir haben jetzt einen Geburtspool. Tja, jetzt haben wir einen Geburtspool. Ja, dann sind wir schon für die nächsten 8 Kinder gewappnet. Sonst kauft man sich eine Menge Malervlies. Und legt die Bude damit aus. Und packungsweise so Wickelunterlagen ist auch sehr praktisch, weil du die quasi schnell dann wieder entsorgen kannst, wenn da was draufkommt. Und wird dann halt auch überall drunter gelegt. Sei es auf dem Sofa war alles ausgelegt und auf dem Boden. Sowas wie Kliniktasche packen haben wir natürlich gemacht. Für den Notfall, falls was schief geht, dass man dann direkt abfahrbereit ist, um ins Krankenhaus zu düsen. Das haben wir natürlich gemacht. Nee, wir sind da keine Vorbilder. Packt eure Kliniktaschen. Aber für mich war es so, brauche ich jetzt nicht wirklich packen, weil ich wusste, ich mache es zu Hause. Und es wird keine Komplikation kommen. Ja, ich weiß, es ist tricky und es ist riskant, aber es ist nur eine Kliniktasche. Dann penne ich halt mal an den gleichen Sachen, aber irgendwas fehlt. Kenne ich ja schon. Ja, spannend. Eine spannende Geburt, du. Und dann haben wir um 2 Uhr ungefähr die Hebamme angerufen und um 3:30 oder 3:20 oder was war sie dann noch hier und hat direkt gecheckt, wie weit ist der Muttermund schon offen. Bis dann um 3:00 die Hebamme da war und mir erstmal gesagt hat, dass mein Muttermund nur 1 Zentimeter auf war, da dachte ich mir so, okay, Gacke. Und nach den Wehen, die sie hatte, ist das sehr wenig. Tja, also haben wir uns darauf eingestellt, eine lange Geburt zu haben. Weil ich war schon zu dem Zeitpunkt um 3:00 Uhr morgens, war ich so müde, weil ich den ganzen Tag schon Wellen hatte und die Nacht nicht geschlafen hatte. Ich war da schon fertig. Einfach schon da schon fertig. Und dann haben wir schon mal das Wasser eingefüllt in den Pool und Sabrina hat mir dabei geholfen. Also wir haben mit dem Schlauch von der Dusche das Wasser in den Pool geleitet. Und da es ja nachts war, hatten wir das Problem, dass der Warmwasserspeicher nicht so ganz mitmacht. Und dann hatten wir den Pool so halb voll und dann gemerkt, ja, das ist arschkalt. Das war auch erstmal ein Akt, als die mit ihrem Wasser das erstmal auffüllen müssen, weil Wassertank war dann nicht mehr warm und im kalten Pool ist auch nicht so geil. Und da mussten wir das Wasser ja warm kriegen und der Warmwasserspeicher war leer. Und ja, mussten wir kochen. Wasser kochen ohne Ende. Mit Wasserkocher, 2 Töpfe, gib ihm Wassertöpfe, gekocht ohne Ende. Wir haben bestimmt insgesamt 50 Töpfe da reingeworfen. Unfassbar, ey. Wir haben die Küche unten und den Pool haben wir oben aufgebaut im Wohnzimmer und dann mussten wir quasi die ganze Treppe immer hoch und runter latschen für jeden Topf. Das war halt eher wie so ein Film. Also am Anfang weiß ich noch viel, dass ich halt erstmal so ein bisschen für mich gearbeitet habe. Yvonne, unsere Hebamme und Sabrina, die haben sich erstmal noch schlafen gelegt. Karl war auch noch am Schlafen und ich war schon mal am Arbeiten. Ne? Einer muss ja die Drecksarbeit machen. Und dann waren wir damit um 5 Uhr so gut wie fertig. Hat sich die Yvonne dann auch in die Hose angezogen und wir sind nochmal pennen gegangen für eine kurze Zeit. Ja, ich habe dann erstmal für mich so gearbeitet und es wurde halt immer mehr. Es war schon für mich ein bisschen schockierend, als dann irgendwann nach ein paar Stunden dann Yvonne sagt, ja, der ist erst 3 Zentimeter offen, glaube ich, 3 Zentimeter war das. Und ich dachte mir so, okay, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und Anna war schön am Arbeiten und ich konnte um 5 Uhr nochmal kurz die Döppen zumachen, bis 7 Uhr ungefähr. Um 7 Uhr kam Anna dann ins Zimmer
Schlafzimmer und meinte, ich döse auch noch mal kurz. Legt sich hin, springt auf, rennt ins Badezimmer und kotzt erstmal. Ja, das hat ja gut geklappt. Right. Klar, dann war ich auch irgendwann wegen der Übermüdung, habe ich dann gekotzt. Also eigentlich wollte ich mich an Karl alles ankuscheln. Auf einmal habe ich gemerkt, oh, okay, nee, das klappt nicht. Bin ins Klo gegangen, habe gekotzt. Schöner Wegdienst. Und da ging es richtig los, 7 Uhr. Da hat Sabrina bis dahin noch einige Wassertöpfe da reingeworfen. Und dann war das Wasser auch einigermaßen warm und schön angenehm. Und ab da irgendwann war auch so ein Punkt, wo ich einfach so fertig war. Ich war wirklich so müde. Ich hatte so die Wellen, die haben mich wirklich gedroht, so zu übermannen. Und wirklich jede Position, jedes Zimmer, alles probiert, was geht. Sich immer schön in Bewegung an, aber bestimmt 3-4 Mal duschen. Für mich war es wirklich so, dass ich erstmal dieses Loslassen musste. Dieses Loszulassen war in dem Moment auch gar nicht so leicht, weil man irgendwie auch nicht wusste, was einen erwartet. Das ist ja genau wie so eine kleine Raupe. Und so habe ich auch die ganze Zeit zu unserem Sohn gesprochen. Hey, eine Raupe weiß auch nicht, was sie erwartet. Und wir machen das zusammen. Und ich war irgendwann wirklich dann auch öfters in der Dusche. Ich war übereilt eigentlich. Ich habe wirklich ein Geburtsworkout gemacht. Das war wirklich ein Geburtsworkout. Und auch 3-4 Mal in dem Pool. Hat sich da quasi mal Kraft getankt, aber kurz wollte ich irgendwie nicht so im Pool. Irgendwann war ich an so einem Punkt, war ich in der Dusche. Ich so, boah, ich kann nicht mehr. Ich war einfach nur so fertig, so müde. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich zu müde war, um diese ganzen Wellen halt standhaft zu bleiben. Und ja, ich dachte so, ich pack das nicht. Und in dem Moment war halt auch immer meine Hebamme da. Die hat gesagt, du machst das schon, lass dir Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Und die hatte so eine Ruhe. Und auch als ein paar kleine Komplikationen gab, wie mein Muttermund war ein bisschen geschwollen, hat sie dann während den Wehen das da massiert und was weiß ich nicht alles für Tricks und Tipps gemacht, die halt so körperschonend war, dass ich irgendwann wirklich an so einem Punkt war, wo ich fast nichts mehr weiß, weil ich so in einem Film war. Haben quasi wirklich jede Position durchgenommen. Auf dem Sofa, vor dem Sofa, in dem Pool, stehen, kurz in der Dusche, dann mal wieder liegen, dann im Kinderzimmer hin und her laufen. Ey, da war alles, ein bisschen am Tanzen. Wir haben echt alles probiert. Ich war so auf irgendeinen Stoff, den mein Körper ausgesendet hat. Und das ist, glaubt mir Leute, das ist der krasseste Scheiß, wenn euer eigener Körper solche Hormone aussendet, dass ihr sowas von zerballert seid, dass ihr wirklich einfach nur noch macht und hat der Kurze sich ziemlich Zeit gelassen, sag ich mal. Immer wenn er 2 Zentimeter nach vorne gerutscht ist, ist er wieder 1,5 zurück, quasi. Ich war wie so eine Außenstehende aus meinem Körper, die einfach nur gemacht hat oder auch einfach, die sich einfach nur leiten lassen hat. Ich habe einfach nur komplett losgelassen. Meine Hebamme hat gesagt, du musst nach vorne. Gut, ich habe erstmal gefragt, wo ist vorne, weil ich wusste nicht mehr. Und dann sind wir um 10 Uhr ungefähr ins Kinderzimmer. Wir haben kurz nämlich versprochen, dass er da eigentlich kommt. Der Pool konnte dann nur nicht aufgebaut werden und deswegen dachte man, es wird nichts. Im Endeffekt wollte er nicht im Pool kommen, sondern im Kinderzimmer. Und das hat er dann auch gemacht. Wir waren am Sweaten, ey. Unglaublich. Boah, ich kann das nicht alles so in Worte fassen, wie es war, weil da war es echt so schön. Klar, es war beängstigend und zwischendurch war das anstrengend. Und dann waren wir hier vor dem Sessel quasi. Hab ich sie so gehalten. Quasi sie am Squatten, so tief wie es geht. Und ich halte sie so. Ich kannte nicht mehr. Ich war schon am Zittern und meine Beine und alles am. Und Anna kam genauso. Und ich kleine, ich meine, die war ja mal richtig am Arbeiten. Ich habe ja nur Anna gehalten quasi. Ey, hör mir auf. Da waren wir mal ordentlich. Ich habe mich noch nie so stark in meinem Leben gefühlt wie in diesem Moment. So, es waren Schmerzen teilweise, wenn ich die Wellen nicht richtig veratmet hatte. Und es war laut, ich habe gegrunzt, ich habe gekackt, ich habe geschissen, ich habe geschwitzt wie ein Ochse. Und ich habe mich noch nie so stark in meinem Leben gefühlt oder auch noch nie so weiblich. So 11.30 Uhr rum hat er dann fast geschafft, sich über den Muttermund zu quetschen, in dieser Position gerade. Und dann hat sie sich hingelegt und dann ging sie immer von links nach rechts hier so und dann wieder so und ich immer dahinter am Halten und sie hat noch fast immer meine Hand gebrochen. Ja, ab dem Punkt, als wir im Kinderzimmer waren, da hatten ja, glaube ich, die Presswehen dann angefangen oder die Phase und es war halt einfach nur, oh, boah, es war krass. Also der Kleine, der hat sich wirklich so ein bisschen Zeit gelassen. Ein Hickhack, ey, unglaublich, richtig
spannend einfach. Aber im Endeffekt war auch alles gut, weil er hat sich ziemlich viel Zeit gelassen. Meine ganzen Bänder, meine ganze Haut, die konnte sich vordehnen. Und wenn ich jetzt im Rückschluss sage, mein Sohn kam völlig natürlich auf die Welt in seinem Kinderzimmer. Ich habe keinerlei Geburtsverletzungen. Und ja. Und im Endeffekt ist er dann um 12.56 Uhr gekommen, hat sein Köpfchen rausgestreckt, direkt was gesagt, direkt am Sprechen. Und dann bin ich auch schon direkt in Tränen ausgebrochen und war einfach überwältigt. Das ist ein so krasses Gefühl. Es ist einfach mindblowing, was du da empfindest. Es ist nicht mehr normal. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ja, und dann hängst du da auf einmal und bist völlig drüber, also mit irgendwelchen Hormonen in deinem Körper bist du vollkommen drüber und siehst du nur so einen Kopf zwischen deinen Beinen und der Kopf schreit. Komplett aufgelöst, gucke Anna an und Anna hat einfach nur den verstörtesten Blick überhaupt drauf. Sie guckt nur so, fuck, da guckt ein Kind aus mir raus, so richtig verstört. Das war so geil, ey. Oh, da dachte ich mir, was ist jetzt los? Oh, herrlich. Und ja, die Hebamme hat in den Kleinen sich halt selber rausdrehen lassen, deswegen hat das halt ein bisschen so ein, zwei Minuten gedauert, bis er halt dann richtig draußen war. Es ist halt einfach gewebeschonender. Und ja, in dem ersten Moment war ich erstmal schockiert, weil er einfach ein schreiender Kopf zwischen meinen Beinen hing. Geil, voll am Heulen. Ich so, Kopf zwischen mein Bein, das Kopf. Und ja, das war nicht erstmal gruselig. Und dann war es Wahnsinn. Auf jeden Fall hat sie es dann irgendwann auch realisiert, dass er ja da jetzt quasi wirklich gekommen ist oder wirklich da sein Köpfchen rausstreckt. Hat, glaube ich, Karl die Nabelschnur durchschnitten und der Kleine wurde nach auf die Brust gelegt. Und ja, irgendwann nach dem Saubermachen sind wir dann zusammen ins Bett. Und haben schon gekuschelt und das erste Mal hat er dann angedockt und ja, so viel weiß ich davon jetzt ab der Zeit halt nicht mehr so viel. Und das ist ja mal einfach nur ein Segen, dass das alles so gut geklappt hat. Der Kurze hat super mitgemacht und das hat alles genauso lange gedauert, wie es dauern sollte. Und das war im Endeffekt eine wunderschöne Geburt. Ja, nach dem Wiegen und alles Mögliche hat Anna sich ins Bett gelegt. Sabrina war dann auch ziemlich schnell weg. Und dann hat Yvonne dann auch irgendwann ihre Sachen gepackt. Ist noch ein paar Tipps gegeben und ist dann auch um 14 Uhr oder sowas abgedüst. Ja, und dann war ich da alleine. Mit den ganzen Sachen. Mit dem Pool abgepumpt. Ist mein Kacke-Kescher noch ein bisschen Kacke daraus gefischt. Alles in den blauen Sack geworfen, da wo die ganzen Unterlagen schon drin waren, die ganzen Wickelunterlagen, wo Blut drauf war und sämtlichen Kram, alles Mögliche. Und dann habe ich den Pool abgepumpt, erstmal schön ins Klo, Pool sauber gemacht und ausgeblasen quasi. Dann hat Yvonne noch ein Stück von der Plazenta abgeschnitten. Und das zu einer Apotheke geschickt, wo man dann Globuli rausmacht, Stammzellen und so. Und dann hatte ich die an der Backe. Was mache ich denn damit? So eine Schüssel, wo eine Plazenta drin hängt. So eine warme, noch warm am Dampfen war die und so ein Stück Fleischhaufen quasi. Das sieht aus, ja, was mache ich denn damit? Ich so, alles hier aufgeräumt, ich komme ins Schlafzimmer. Ich so, Anna, was mache ich mit der Plazenta? Also, wir könnten doch die einbuddeln und einen Baum drauf pflanzen. Ist ja eine Top-Idee, ey. Boden ist ja nicht gefroren und schneit auch nicht. Riesenschneechaos draußen. Wie soll die einbuddeln und dann einen Baum drauf pflanzen? Ja, klasse Idee. Das machen wir auf gar keinen Fall. Und dann können wir doch in den Topf einbuddeln dann vorher. Ich so, klar. Ja, was machst du denn mit der Plazenta? Ja, was würdet ihr denn machen? Was machst du mit einer Plazenta? Schreibt mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Was macht ihr mit einer Plazenta im Winter? So, die Reaktionen waren schon wirklich krass. Also viele hatten natürlich auch Angst aus unserer Familie, dass alles gut, ob alles gut geht und. Also im Großen und Ganzen waren die Reaktionen skeptisch gegenüber der Hausgeburt.
Ja, und am Ende, als dann so gesehen der Kleine da war, waren halt natürlich alle erleichtert und... Ne, tatsächlich gar nicht. Ich hatte gar keine Angst. Nein, wirklich, ich hatte wirklich keine Angst. Ich hatte eher Angst, ins Krankenhaus zu müssen und dass mein Kind mit Schmerzmitteln zur Welt kommt oder mit einer Glocke oder sonst was und ja. Ja, was würde ich anders machen? Nix, gar nix. Ich weiß nicht. Mir fällt nichts ein. Ich finde, ich habe einen super Job gemacht. Der Nachbarin Oropax schenken. Ich habe alles mitbekommen. Alles. Zwischen uns hat sich grundlegend eigentlich nichts verändert, außer dass wir noch closer zueinander sind. Also ich meine, wir hatten vorher schon keine Hemmungen, aber nach einer Geburt, das ist also ein Eisbrecher Deluxe. Wie ich es mir so vorgestellt habe, ja. Also klar, ich habe nicht im Wasser entbunden, wie ich es wollte, weil der Kleine wollte halt unbedingt in sein Kinderzimmer kommen, wie ich es ihm noch gesagt habe vorher immer in der Meditation. Aber gut, da muss man halt für solche Sachen offen sein und ja. Die Geburt war nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe mir vorgestellt, sie gebärt im Pool. Also es wird eine Wassergeburt. Und im Endeffekt hat er sich das anders überlegt und er ist auf dem Boden im Kinderzimmer gekommen. Also das ist so der Clou, den ich mir anders vorgestellt habe. Habt Mut. Habt einfach Mut, euren Weg zu gehen. Es ist egal, ob ihr im Krankenhaus, ob ihr im Geburtshaus oder zu Hause sind, wenn ihr möchtet. Habt Mut, euren Weg zu gehen, egal was andere Menschen sagen. Habt Vertrauen. Vertraut in euch, vertraut in euren Partner. Eine Geburt ist das Natürlichste der Welt. Ich meine Evolution, sonst wären wir ja auch nicht hier. Und das wird schon. Also das, was mich am meisten interessiert, ist, was würdest du mit der Plazenta machen? Schreib es gerne in die Comments. Ich brenne für die Antworten. Das ist, was würdest du tun? Ich meine, was habe ich getan? So, damit war es das dann auch. Peace out.